Findest du, dass es schwierig ist, dass es außerhalb deiner Reichweite liegt, deiner Machbarkeit, selbstständig zu werden, beziehungsweise Eigenverantwortung in deinem Leben zu übernehmen? Weil eigentlich kannst du das eine mit dem anderen gleichsetzen. Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Selbstbestimmung. Es geht darum, dass du in deine Kraft kommst, dass du verstehst, wer du bist. Und wenn du es bisher nicht geschafft hast, dann erfährst du in diesem Video, was für mich die 10 Voraussetzungen sind, damit du wieder in deine eigene Kraft kommst, dass du dein Leben in deine Hand nimmst, selbstständig wirst, in die Eigenverantwortung kommst. Dazu bekommst du jetzt 10 Tipps von mir. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach. Und wenn dir das Video gefällt, wenn dir diese Art von Videos gefallen, dann abonniere gerne meinen Kanal, setze ein Like unter dieses Video, drücke auch gerne auf die Glocke, damit du in Zukunft Bescheid weißt, wenn neues Material von mir erscheint. Es geht immer darum, im Leben sich zu spüren, finde ich. Es geht darum, mit sich im Einklang zu leben. Es ist wichtig zu spüren, dass du auf deinem Weg bist. Und ganz besondere, was mich geprägt hat und was vielleicht dich auch beschäftigt, ist, was passiert, wenn du mal nicht mehr da bist? Was passiert am Ende deines Lebens? Wie wirst du auf dein Leben zurückblicken? Wirst du weiterhin ein Leben leben, was eigentlich gar nicht deins ist, wo du nicht voll in deiner Energie bist? Du merkst, dass du einfach zu müde bist, Dinge zu tun oder nicht den Mut hast, aber es drängt dich trotzdem dazu, vielleicht anders zu agieren, anders tätig zu sein, mehr für dich zu tun auch und mehr Dinge, besonders mehr Dinge zu tun, die dir am Herzen liegen, die dich erfüllen, die dir mehr Spaß und Freude bringen. Ja, dann gilt es vielleicht darüber nachzudenken und zwar ernsthaft auch, was du denn noch aus deinem Leben machen willst und beziehungsweise wie du es leben willst, ob du gelebt werden willst, sei es von deiner Partnerin, deinem Partner, deinem Chef, deinem Vorgesetzten, deiner Familie, deinem Umfeld, deinen Freunden, deinen Bekannten, wem auch immer du es anderen recht machen willst, dann ja, gibst du dich letztlich eigentlich selbst auf. Außer natürlich ist es absolut im Einklang, was ich mal so dahinstelle. Auf jeden Fall geht es darum, dir die Frage zu stellen, was bedeutet für dich Leben und wie willst du das meiste aus deinem Leben rausholen? Und für mich, und das wurde uns leider auch nicht ja, wurde uns nicht gezeigt, wurde uns nicht anerzogen, geht es darum, dass du einfach du bist, dass du so lebst, wie es sich für dich richtig anfühlt und wie es sich, am Abend, wenn du nach einem Tag deiner Tätigkeit zurückblickst und sagst, heute habe ich wieder was getan, was mich erfreut, was mich weiterbringt und was mich letztlich glücklich macht und vielleicht auch den einen oder anderen inspiriert oder vielleicht der Menschheit, auch wenn es nur ein klitzekleines Stückchen ist, weiterhilft. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich komme auf die 10 wichtigsten Voraussetzungen, die mich beschäftigt haben, mit denen ich mich befasst habe, wenn es darum geht, selbstständig zu werden. Und zwar zuallererst, was ganz wichtig ist, ist der Glaube an dich. Wenn du nicht glaubst, wenn du nicht wirklich diesen tiefen Glauben in dir verspürst, wenn du nicht diese Überzeugung hast, dass du in deinem Leben noch was bewirken kannst, dass du dich noch weiterentwickeln willst, dass du auch verstehst, wer du bist und was noch in dir steckt und was du für Fähigkeiten hast, dann wird es auch nichts. Also da bin ich klipp und klar anfangs, wenn du es nicht glaubst, wenn du nicht den Glauben an dich hast, weil niemand anderes kann mehr an sich glauben als du selbst, dann kannst du es eigentlich von vornherein vergessen. Wie du das Ganze schaffst, ist, indem du dir immer wieder die Frage stellst, bei was macht mir am meisten Spaß? Wo bin ich überzeugt davon, dass ich einen Mehrwert bringe? Was kann ich bewirken? Wie inspiriere ich Leute? Wo macht es mir Spaß, anderen zu helfen? Wo kann ich ein Mehrwert sein? In welchen Bereichen löse ich Probleme, die andere nicht lösen können, die sie nicht wissen zu lösen? Da darfst du ansetzen und dann findest du auch deine Stärken, dann findest du an den Glauben an dich. Und dabei sind wir gleich am zweiten Punkt angelangt, und zwar ist das Thema Selbstvertrauen. Ohne Selbstvertrauen tut sich nicht viel in deinem Leben, weil wenn du nicht selber vertraust, dann vertrauen dir auch nicht andere. Wie du in dieses Selbstvertrauen kommst, ist, indem du dir deinen Selbstwert steigerst.
Den Selbstwertsteigern geht für mich wieder in die Richtung, dass du dir weismachst, dass du dir klar wirst, dass du auch eine emotionale Verbindung hast mit deinem Kern. Sprich, du beziehst wieder mehr deine Seele und dein Herz in deine Tätigkeiten, in dein Dasein. Das kannst du am leichtesten tun, indem du dir aufschreibst oder indem du dich projizierst in einer Persönlichkeit, in einem Charakter, in einer Charaktereigenschaft, die deiner Ansicht nach zu dir gehört. Und wenn du das regelmäßig machst, dann entwickelst du ein Selbstwertgefühl. Aus diesem Selbstwertgefühl wächst dann das Selbstvertrauen raus. Je mehr du in deine Richtung gehst, je mehr du an dich glaubst, je mehr du deine Stärken entwickelst, entwickelst du entsprechend auch ein Gefühl für dich, für deine Tätigkeiten, für dein Sein. Und was daraus resultiert, ist, dass du auch schmerzresistenter wirst. Sprich, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, die Selbstständigkeit geht sogar von ganz alleine locker und leicht, sobald du mal gefunden hast, wo du eigentlich hingehen willst, in welche Richtung. Nein, es kommen immer wieder Hürden, es kommen immer wieder Täler. Es ist nicht nur eine Bergfahrt, es kann auch mal in einer Talfahrt enden. Und daher gilt es wirklich über dieses Selbstvertrauen, über deinen bewussten Selbstwert in dich, diesen Schmerz anzunehmen, zu akzeptieren und auch wieder hinter dir zu lassen. Und das passiert eben am einfachsten, wenn du es schaffst, zu erkennen, was du wert bist. Als dritter Punkt ist zu nennen deine Unterstützung. Du kannst nicht eine Selbstständigkeit aufbauen, wenn du nicht die richtige Unterstützung hast. Natürlich kannst du dir das selber alles aufbauen, dich unterstützen, es schaffen, die Stabilität herzustellen, die du brauchst und auch die Konstanz und ein angenehmes Arbeitsumfeld, in dem du deine Selbstständigkeit, deine Eigenverantwortung aufbaust. Allerdings gilt es darum festzustellen, in welchem Umfeld arbeitest du am besten, welche Menschen unterstützen dich, welche unterstützen dich nicht. Es ist auch eine sehr große Erfahrung und bereichernde Erfahrung gewesen, festzustellen, welche Menschen stehen wirklich hinter mir, hundertprozentig, interessieren sich auch für dich und investieren auch für dich, nicht nur Zeit, Energie in Form von Geld, weil eine Selbstständigkeit aufzubauen, wenn du nicht genügend Eigenkapital hast, und das passiert in keinem Unternehmen eigentlich, dass sich auch hundertprozentig Eigenkapital sich selbst aufbauen, dann braucht es halt ein Fremdkapital. Sprich, du brauchst Investoren, Sponsoren, es kann die Familie sein, es können Freunde sein, es können Unternehmer sein, die an deine Idee glauben, die an dich glauben. Und wenn du diese Leute um dich herum versammelst, oder es können auch Mentoren sein, Coaches, Trainer, wie auch immer du sie bezeichnen wirst, auf jeden Fall darfst du Leute in dein Leben holen, die hinter dir stehen, die den Rücken frei halten, weil sonst wird es schwierig werden. Alleine diese ganze, dein, auf, in die Eigenverantwortung zu kommen, ist schön und wichtig, dass du es maximal selber schaffst, aber du brauchst Leute, die dich dabei unterstützen und vielleicht auch schon den Weg gegangen sind, den du gerade gehst. Vierter Punkt und ganz wichtig ist die körperliche Verfassung. Wenn du auf deinen Weg gehst, wenn du dich weiterentwickeln willst, generell auch mental, wenn du wieder zurückfinden willst auf deinen Seelenweg, wenn du verstehen willst, was es bedeutet, deinen Seelenweg zu gehen und deine Berufung zu leben, dann darfst du auch entsprechend stark sein, dann darfst du deinen Körper mit der besten Ernährung stärken, nähren. Du darfst auf dich Acht geben, du darfst genügend Schlaf haben, Ruhephasen. Denn ohne diese maximale körperliche Verfassung, dieses Fit-Gefühl, wirst du langfristig nicht weit kommen, weil es doch eine Belastung ist und es eine Umstellung deiner Lebensart. Weil, wie heißt es schon, selbstständig bist du ständig selbst und du darfst lernen, auch bei dir selbst zu sein, weil der Glaube, wie schon zum ersten Punkt gesagt, ist ganz wichtig, dass du an dich glaubst. Wenn du an dich glaubst, dann glauben auch andere an dich. Und diesen Glauben erstmal zu finden und diesen Weg zu gehen und dich zu erforschen, der bedarf viel Kraft und Energie und die holst du dir aus der idealen Ernährung, die für dich am besten ist. Ich sage nicht, dass du dich unbedingt
auf eine bestimmte Art und Weise ernähren sollst, sondern einfach nur eine Art und Weise, wo du merkst, dass sie dir gut tut, dass du nicht müde wirst nach dem Essen, dass du nicht dieses Füllegefühl hast und erstmal Stunden verdauen musst, sondern es geht darum, diese Leichtigkeit zu spüren und zu merken, was wirklich zu deinem Körper passt und zu deiner Tätigkeit und was nicht. Für mich, nur als kurze Bemerkung, ist die vegetarische Ernährung am sinnvollsten. Wenig Fleisch oder gar kein Fleisch. Wenn dann nur Bioqualität, viel Proteine, Eiweiß, tierisches auch manchmal, aber besonders viel Gemüse, Obst, Nüsse, Keime, Sprösslinge und so Sachen, die machen mich am fittesten. Und als ganz wichtiges auf jeden Fall viel gesundes Wasser trinken, mindestens 2 Liter am Tag. Das reinigt nicht nur den Körper, sondern es stärkt ihn auch, wenn die entsprechenden Mineralien drin sind, die du brauchst. Dann als 5. Punkt ist, werd dir deiner Kreativität bewusst. Kreativität ist, glaube ich, ein griechisches Wort und heißt von innen. Was bedeutet das? Kreativ sein, ob du es willst oder nicht, bist du, ist jeder von uns. Warum ist jeder kreativ? Weil unsere Gedanken unsere Realität provozieren, erstellen. Wenn du dir nicht deinen Gedanken bewusst bist, wenn du nicht verstehst, wie du diese Gedanken kanalisierst, auch in Bezug auf deine Selbstständigkeit, deine Eigenverantwortung, den Weg, den du gehen willst, dann kann es sein, dass du immer wieder aus deiner Verantwortung fällst, aus deiner Verantwortung gehst und diese Macht nicht wahrnimmst. Eine ganz wichtige Methode für mich ist es, Fragen zu stellen, dir selbst Fragen zu stellen. Du kannst nicht jeden Mal immer jemanden an deiner Seite haben, ob es jetzt ein Coach ist, ob es ein Partner ist, ein Geschäftspartner, die dich ständig inspirieren. Nein, du darfst dich selber inspirieren. Du darfst es lernen, dich selber inspirieren und in die Kreativität selbst zu kommen und nicht auf andere zu zählen, weil dann kannst du manchmal lange warten. Und ja, schätze einfach diese Macht, die in dir steckt, diese Kraft. Sei dir bewusst, dass es darauf ankommt, deine Ideen auszuleben und nicht die Ideen anderer, sondern du darfst es auf deine Art machen und dadurch wirst du authentisch, dadurch wirst du anziehend und damit begibst du dich auf den richtigen Weg. Als 6. Punkt, auch für mich und generell auch ganz wichtig ist und auch in Bezug auf den Selbstwert ist die Beziehung zu Geld. Wie siehst du, wenn du selbstständig werden willst, wie siehst du Geld? Ist es für dich eher ist es eine Hassliebe? Ist es eine Liebe? Ist es ein Verurteilst du reiche Menschen, finanziell reiche Menschen? Wie siehst du es? Und hast du wirklich Spaß daran, Geld zu machen? Bist du stolz darauf, Geld zu verdienen? Bist du es auch dir wert, einen Preis für deine Tätigkeiten, für deine Dienste zu verlangen? Und wenn es nicht der Fall ist, wenn deine Beziehung zu Geld nicht stimmt, dann kann es schnell passieren, dass du dich unter Wert verkaufst. Wie hat es so schön mal einer gesagt, ein lieber Mensch und wertvoller Mensch in meinem Leben, jede Idee, die du weitergibst, jeder Satz, jede Inspiration kann Millionen wert sein. Und allein sich das bewusst zu werden und diese Offenheit auch zu haben, dass jede Investition kann dein Leben komplett ändern, egal in welche Richtung, egal welcher Betrag. Es kann vieles ändern und es gilt nur darum, dich hier bewusst zu werden, was es und offen zu sein dafür, dass das Geld eigentlich nur ein Tauschmittel ist, ein Tausch für Energie, Energie gegen Energie. Jemand gibt dir was, du bezahlst es in Form von Geld. Du gibst jemandem was, du kriegst Geld zurück. Und dann ist die Frage immer, was steht hinter dem Geld? Warum ist Geld für dich wichtig? Geld ist nur ein Mittel zum Zweck und wenn es dir bewusst ist, dass du je mehr Geld du hast, du auch mehr investieren kannst, für dich und deine Familie sorgen kannst, dass es dir besser geht, dass du noch mehr ins Tun kommen kannst, dass du vielleicht noch mehr Zeit hast, weil du gewisse Dinge delegieren kannst, externalisieren kannst, automatisieren kannst, indem du in neue Software investierst oder in Assistenten,
ob es jetzt virtuell ist oder ein physischer Assistent, kannst du Dinge abgeben, die dir vielleicht nicht in deiner Kreativität nützlich sind, aber auf jeden Fall kannst du viel mehr aus deinem Leben rausholen. Deswegen ist es wichtig, eine gesunde Beziehung zu Geld aufzubauen. Siebter Punkt ist, du darfst fähig sein, du musst es sogar schaffen, in die Eigenanalyse zu kommen. Wenn du loslegst und Dinge ausprobierst, experimentierst mit Selbstständigkeit, wenn du auf den Markt gehst, wenn du dein Angebot anbietest, dann gilt es darum, immer wieder zu analysieren und immer wieder zu prüfen, ob das, was du gibst, deine Beiträge, dein Tun, ob das auch fruchtet, ob es zu den Ergebnissen führt, die du dir vorgestellt hast. Und wenn es nicht der Fall ist, dann darfst du dir die Frage stellen, was ist passiert, warum ist es nicht, hat es nicht geklappt und wie kann ich es besser machen? Wenn zum Beispiel jemand Schuhe verkauft und du machst Werbung dafür, für deinen Schuhladen, es kommt aber niemand auf dich zu und es werden nicht mehr in den nächsten Wochen, Monaten kommen keine Kunden zusätzlich in deinen Laden, dann kannst du davon ausgehen, dass die Werbung entweder niemanden erreicht hat oder der Inhalt der Werbung nicht ansprechend war und auf deine Zielgruppe passend konstruiert wurde. Das nur als kleines Beispiel am Rande. Dann geht es auch darum, zu lernen, geduldig zu sein. Ohne Geduld funktioniert es nicht in deinem Leben, vorwärts zu kommen, besonders wenn du dir langfristige Ziele gesteckt hast und deine Ziele verfolgst. Denn Ziele, das sind dafür da, besonders große Ziele sind dafür da, dass sie sich motivieren und dass sie dich immer wieder ja, aus deinen emotionalen Tiefs rausholen. Wenn du es aber nicht schaffst, diese Ziele geduldig auf die zuzugehen und den Weg zu genießen und die momentane Situation auch das Positive rauszuziehen, dann kann es sein, dass du wieder in einer Erwartungshaltung bist. Dann bist du wieder nicht bei dir, denn du bist dann wieder im Ego. Dein Ego sagt dir, es muss so und so schnell gehen, es muss in der Zeit passieren. Es kann passieren, muss es aber nicht. Und was ist, wenn es nicht passiert, heißt es noch lange nicht, dass es nicht gut ist. Also gilt es da auch, dir bewusst zu werden, dass wenn du dir ein Ziel vorgenommen hast, wenn du wirklich damit im Einklang bist, wenn du emotional in Verbindung damit stehst, dann wird es auch irgendwann manifestiert werden. Dann wird es auch irgendwann mal eintreffen. Dann wird es zu deiner Realität. Es gilt nur darum, zu sagen, es kann manchmal länger dauern, aber es wird sicherlich eintreffen. Wenn ich nicht in den Zweifel, wenn ich keine Sorgen mache, dann passiert das auch, wenn es zu mir gehört. Und zu dir gehört es, wenn du weißt, wie du richtig Ziele definierst. Dazu kannst du mir gerne auf meinem Instagram-Konto eine Nachricht schicken mit dem einfach nur das Wort Ziele. Dann sende ich dir gerne eine kurze Anleitung zurück, wie du das Ganze leicht gestalten kannst für die Zukunft. Als vorletzter Punkt ist, dir zu sagen, dass du Dinge nicht alleine machen brauchst. Du kannst den Weg alleine gehen, dann kann er schwerfällig sein. Am leichtesten aber fällt es vielen, so ging es mir auch, dass ich mir Leute gesucht habe, die den Weg schon gegangen sind, die mir hilfreich zur Seite stehen, die auch entsprechend die Weisheit haben und die Methoden, wie man den Weg zu seinen Zielen in die Selbstständigkeit, in die Selbstbestimmung, in auch die persönliche Freiheit am besten gehen kann und die schon gewisse Mittel zur Verfügung haben, damit das Ganze nicht in einer Folter, einer unangenehmen Vorangehensweise endet. Das zeugt von Eigenverantwortung und auch von Reife, wenn du fähig bist, dir zu sagen, hier an dem Punkt komme ich nicht weiter. Ich bin hier in der Sackgasse angekommen. Ich sehe keinen Ausweg. Wer oder was, kann auch Literatur sein, kann mir jetzt helfen, wie ich hier wieder rauskomme. Und als letzter Punkt geht es darum, dass du deinen Weg in die Selbstständigkeit, in die Eigenverantwortung, diese Selbstfindungsphase, dass du die als Abenteuer siehst, dass du die als Prozess siehst und als Reise,
die du Schritt für Schritt genießen darfst. Denn wenn du es nicht tust, wenn du immer nur das Ziel vor Augen hast und dadurch nicht den Moment erlebst und auch genießen kannst, dann wirst du im Nachhinein auch rückblickend sagen, wo ist die Zeit so schnell hingerannt? Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich genau gemacht habe. Bestimmte Schritte haben wehgetan, aber ich habe da nicht den Sinn darin gesehen, sondern es geht darum, wirklich einen Prozess zu folgen, von dem du weißt, der erfolgsversprechend ist, der dich zu deinen Zielen bringt, der dir Spaß macht. Und vielleicht macht er anfangs auch keinen Spaß, aber du bist davon überzeugt, dass er dir, wenn du ihn beherrschst, wenn du gewisse Schritte auch gehst, die vielleicht schwerfällig anfangs sind. Aber wie heißt es so schön? Jeder Anfang ist schwer und es ist schwierig, bevor es leicht wird. Wenn du mit dieser Einstellung reingehst in diese wirklich in diese neue Phase deines Daseins, dann wirst du auch dir sagen können, jeden Tag, ich bin stolz auf mich. Ich weiß, dass es das Richtige ist. Es fühlt sich immer wieder gut an, auch wenn Niederlagen dazugehören, wenn du viele Fehler machst. Fehler gehören dazu. Lern daraus. Sag dir, die Fehler, die Niederlagen sind noch viel stärker, machen dich noch viel stärker. Sie zeigen dir noch mehr den Weg auf, wo du vielleicht noch an dir arbeiten darfst, wo du vielleicht noch ungeduldig bist, wo du eine falsche Einstellung hattest, wo du auch zu sehr wieder in der Erwartungshaltung warst. Nein, es geht darum zu sagen, ich bin richtig hier. Ich gehe das genau, das fühlt sich gut an. Ich sehe den Sinn und Zweck dieses kleinen Schrittes, dieses Prozess, dieses Wegabschnittes, der wie ein Puzzleteil dieses große Gemälde, was letztlich meine Selbstständigkeit, deine Selbstständigkeit, dein Werdegang, deine neue Zukunft, was das betrifft, dass es wichtig ist und essentiell ist, um diesen Schritt zu gehen. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn das der Fall ist, dann setze gerne ein Like unter diesem Beitrag. Abonniere meinen Kanal, setze die Glocke und ich freue mich auf ein nächstes Mal zum Themen Persönlichkeits- und Geschäftsentwicklung. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.